Bevor wir jetzt natürlich zum Höhepunkt der Schlüsselübergabe an die Roland-Gruppe kommen, habe ich eine Bitte, weil die lassen sich ja ganz gerne bitten, die Obersten, in dem Falle natürlich unsere Bürgermeisterin Frau Krauten, natürlich auch die Roland-Gruppe. Und damit wir Ihnen das ein bisschen erleichtern können, habe ich mir was ausgedacht. Und zwar gibt es ja auch Oberste in Erfurt. Und da gibt es einen Innenminister, Poppy wird der manchmal genannt. Und der möchte ja nur unbedingt, dass Nordhausen keine Kreisstadt mehr sein soll. Und da haben wir uns was ausgedacht. Wir sind ja nur ganz, ganz viele Kehlen, die hier sind. Und ich sage Ihnen einen halben Satz vor und Sie müssen nur drei Worte sagen, nämlich das bleibt so. Und den Satz, den ich jetzt sage und der vielleicht mit Ihren Kehlen auch bis nach Erfurt rüberfliegt, der geht so. Also mein Satz geht so, Nordhausen ist Kreisstadt und das bleibt so. Ich habe das jetzt nicht verstanden, wir fangen es nochmal an. Also Nordhausen ist Kreisstadt und das bleibt so. Und ein drittes Mal, dann kommen wir auch da hinten. Nordhausen ist Kreisstadt und das bleibt so. Die Roland-Gruppe. Guck mal, mehr nicht nach vorne, wir sind so ein bisschen länger hier. Guck mal, mich wollte ich. Wir passen doch nicht hin. Es steht 1, 2, 3. Hier, da ist was los. Leute, Leute, na. Wir lachen, Herr Gesangsverein. Es ist eine Hektik vom Roland-Fest geworden. Roland, nun komm mal wieder runter. Krieg dich mal in. Guck dich mal, Emilia. Fällt dir nicht auf, dass es Konfifchen pinklich und komplett auf der Biene ist? Jo. Doch, hier kriegen Marsch in der Bar. So schön. Ne klar, sogar die Hexen hätten sie direkt die Sicherheitskontrolle gelassen. Obwohl die Kopftuch aufhält. Du Eberschmerch, ein Kopftuch ist nicht dasselbe wie eine Burka. Obwohl, magst du, wenn ich dich so angucke und deine Schwestern, was das Kerstin ist und das Marion, also da ist eine Burka gar nicht mal so verkehrt. Ja, du aufgeblasener Reinwurm, du! Pass mal auf, was du sagst! Gibt es eine Antwort kriegen? Sag mal, der Schramme bin jetzt aber hin hier. Wir sind noch nicht richtig auf der Biene und ihr Haken, schöne Wetter. Lasst mich doch erst mal die Leute begrüßen. Das dauert nämlich dieses Jahr mehrlich länger. Also, liebe Nordwisser, liebe Freunde aus nah und fern. Liebe Ingemeindeten und solche, die es noch werden sollen. Der Roland und sein Konfifchen begrüßen euch recht herzlich zum diesjährigen 49. Rolandfest in unsere 1090 Jahre alte Kreisstadt Nordhausen. In diesen Jahren feiern wir aber nicht nur 1090 Jahre Nordhausen, sondern auch noch, dass vor 500 Jahren Martin Luther seine Thesen und eine Kirchentheorie getackert hat. Du Roland, nicht zu vergessen ist aber auch, dass wir in Nordhausen seit 510 Jahren Korn brennen und auch suchen. Feierlich. Ungefähr 200 Jahren hat Hanewackern sich die Kartoffelbude aufgeschlossen. Guck dich die Kerre jetzt an. Nur das Prim und Suffen in Koppe. Hat ihr Brei jetzt auch mal unser Roland angeguckt? Steht groß dran an dem Kerre, dass er in diesem Jahr 300 Jahre alt wird. Und nicht zu vergessen, dass Nordhausen seit 100 Jahren das schöne Stadttheater hat. Wahnsinn! Und nicht zu vergessen ist aber auch, dass wir hier in Nordhausen seit 20 Jahren eine Hochschule haben.
Und das ist auch schön so. Da habe ich endlich mal noch ein paar Kollegen gekriegt. Oh. Aber heute mal drauf, heute mal hängen. Da geht mich jetzt ein Donnerlicht auf. Das ist nämlich so, wenn man mal die ganzen Jubiläen zusammengerechnet und multipliziert mit der letzten Preiserhebung von der TA, das ganze Gedeihe der Hedi-Datum, also summa summarum, da käme mit Ruß von Heda abgetreckt, also da war Jesus in der vierten Klasse. Bist du auf? Warte mal. In unseren Programmen, im Text, da steht drin, Roland, Hexe und Eberspech gucken dämlich durch die Wäsche. Und ich denke, das machen sie richtig schön. Oh, sag mal, 20 Jahre. Macht mich Sorgen. Sag mal, haben sie die Tabletten umgestellt? Oder warst du heimlich ein Jelumpe? Oh, könntest du mich da davon nicht mehr was abgaben? Eberspech, billige Dogen, die drehen ganz alleine frei. Was man von manchen Politikern natürlich auch sagen kann, ne? Ja, 20 Jahre hast du mal wieder recht. Das Merkel meditiert für sich hin wie ein Buddha. Und der Schulz, der lässt sich 4 Jahre, als wenn he über Wasser latschen können. Und am Enger, da krieg ich mal allesamt den frisch gewählten Sultan Erdogan in Osch. Nur damit er die Grenze dicht machen geht. Ich nicht. Also mir scheint's ja wohl so, als ob immer einer der geknallte Typen an der Macht sind. Dieses Trumpet da bei den Amis. Oder den Fettkreppel in Nordkorea. Die denkt nach, mit Raketen spielen ist ungefährlich. Haxen, Haxen. Da können wir aber schöne zufrieden sehen hier in Nordhusen, dass es bei unserer lokalen Politik nicht um wirklich wichtige Probleme geht. Mein lieber Professor Zwenzia, ich kann mich im Moment von mir Nordhusen nicht wirklich Wichtigeres herstellen als die Gebietsreform. Wenn uns die Großkopatschen in Erfurt nicht als größte Stadt im Norden von Thüringen ansehen, da braucht mir doch eigentlich jetzt ganz besonders ein Landrat, der sich mit aller Macht für Nordhusen einsetzt. Und hoffentlich nicht schon wieder Wahlkampf in Koppelt, auf einer Hochzeit kommen nur Tänzer. Stimme. Ach, wisst ihr was? Die haben die Kreisstädte in Erfurt nach der Zirkelmethode festgelegt, so. Hä? Nach was für einer Methode? Also Eberspech, das müsste ich mich jetzt mal verklären. Na, pass mal auf. Horch mal hin und horch mal drauf. Die Zirkelmethode ist, wenn du auf der Gatter den Zirkel in Erfurt instichst, und alles zur Kreisstadt machst, weil sie umkreisen von 50 Kilometern auf den Strich lädt. Und Nordhusen lädt aus Erfurter Sicht hin am Berg. Liede, das kann ich auch als gestandene Brockenachse sagen. Das ist kein Berg. Der käme da hin und heißt Harz. Achsen. Genau so ist es. Das hing an so einer Schusen, das ist nämlich eine Endmoräne. Und die stammt aus der Eiszeit. Geschichte noch nicht, die ein bisschen rein. Pass aber auf. Und wenn nämlich unsere Politiker so mitmachen wie bisher, dann wird die das Wählervolk bei der nächsten Wahl nämlich mal zeigen, was eine wirkliche Eiszeit ist. So, und übrigens, immer in Wolken haben wir Pumpenwetter. Wir haben nur eine falsche Höhe. Ja, 20er. Und schon sind wir beim zweiten Thema des Jahres, der OB-Wahl. Oh. Hat ja gemerkt,
wie die alle rumgetänzelt sind, als der Posten so plötzlich zu haben war. Und das Schönste ist, Jo, das ist ja dumm zu fassen. Da muss ein Waldorfschüler, muss ja wohl der Wahltermin ausgetanzt haben. Die wollten doch wohl wirklich und wahrhaftig die OB-Wahl am Rolandsfest Sonntag durchbrechen. Und das, wo da auch noch ein Festumzug geplant ist. Gingasch, das geht doch überhaupt und gar nicht. Ja, manches Mal, dass die Fee da tun bloß Mädchen nochmal und hat in Wirklichkeit einen Schatten. Was würde ich jetzt sagen? So, 20 Jahre bin ich richtig. Pass auf, es lässt sich nur nicht zur Klinke ganz anders da gekommen, aber alleine schon der Gedanke, der ist doch strafbar. 20 Jahre bin ich richtig. Ja, mit Schätzchen. Was kannst du mal wieder sehen? Dass unsere Stadtobersten Kind sind fürs Interesse heute. Ja. Oh. Apropos Stadtobersten. Sag mal, Roland, warst du denn nicht mehr in Erfurt? Wo es bewegt? Und der Puppmeier ja da war. Sag mal, hat der auch irgendwas da dazu gesagt? Also bewegt es nicht, aber Puppmeier war da. Und hätte mich persönlich auch was gesagt. Nur dass das Wetter nicht so schlimm wird wie der Anspruch von. Sprich schneller! Sprich schneller! Puppe hat gesagt, das ist ein Zitat. Wenn Sonnershusen kreischt der Klopf, so in Nordhusen, da musst du stärken hervorgehen. Zitat Ende. So ein Rindschwein, wie soll ich mich denn Döpf herstellen, wenn Nordhusen nicht mehr kreischt ist? Ich habe da für andere eine Erklärung. Wenn Sonnershusen kreischt wird, Nordhusen aber gestärkt werden soll, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich habe das Gefühl, die haben für Nordhusen zur Landeshauptstadt zu machen. Jawohl. Oh ja. Ich würde mal sagen, wenn man da Nordhusen gestärkt hervorgehen sollte, oh, dann würde ich den anderen auch nicht mehr die Speier geben, wenn ich weiß. Das ist klar, richtig. Herr Waschberg, ich fahr weg mit dem Basen. Er schämmt wieder anders da. Mein lieber Hexe, ich glaube, du hast recht. Aber wisst ihr was, wenn ich mich das so angucke, unser Rathaus und unser Landratsamt, was die in der letzten Zeit, in den letzten Jahren für ein Figuckchen abgezogen haben, das ist mit Sicherheit in Erfurt nicht in positiver Erinnerung von Nordhusen geblieben. Anders kann ich mich nicht erklären, warum die Landrätin von Sonnershusen ganz offensichtlich bessere Beziehungen und einen besseren Ruf in Erfurt hätte. Roland, aber diese Beziehung, da kann ich dich jetzt mal aufklären. Hör ich mal hin, hör ich mal drauf. Die Landrätin vom Gifhäuserkreis, es nämlich nicht nur Landrätin, nee, die ist nämlich auch noch zweite Landesvorsitzende von der SPD. Nur guck mal an. Und wann braucht Meister Puppenheer, wann er noch ein bisschen Karriere machen will? Ich denke da zum Beispiel so in das Endlager für Nichtsnutze in Brüssel. Wann buchen da, siehst dann, so werden die Zitore Kreisstädte gemacht. Und eins sag ich auch, wann da das durchpeitscht, das wie Kreissitz verlieren, da soll ich einleben, dass da im Sitze pinkelt, und zwar im Freien. So. Roland! Ja. Jetzt hast du Luft an der Fuß. Das war wie ein Putz. Wann wie nachher den Schlüssel von Lützig neu kriegen? Dann haben wir aber die Chance, um alles ganz anders zu machen. So. Mein lieber Professor, was ist denn nun los hier? Auf jeden Fall haben wir eins. Wir haben die Chance danach, das Ganze immer besser zu machen. Bei dem Vorlehrer
hoffe jetzt nicht schwer. Hat mir jetzt auch besser, später besser. Nee, Kingasch, das ist die Lage, dass ich noch Tränen über Sommerschuhe und als Kreis sitze. Der liebe Gott macht sich nass. Jetzt sind die Lieder fortgeschritten. Das wäre jetzt zum Beispiel mal die Möglichkeit, uns den Schlösschlüssel zu übergeben. Frau Bürgermeister, ich sehe Sie gar nicht, wo ist er mit mir, Wetter? Hätt's weggespielt. Zum Winde verlegt. Doch in Englisch Sport von Ort ist da auch. Aber vorher hat sie noch eine offizielle Mission. Wie die Zeit vergeht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Oh, der Verfall ist sichtbar. Das kann jetzt nicht schlecht werden auf weitere 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. 10 Jahre immer schlecht. Doch, ich mach das ganz kurz. Ich sage danke und mach's gut. Ja. Ja, aber dann haben wir noch jemanden. Der ist noch länger in der Gruppe. Unwesentlich. Nämlich 35 Jahre. Der Herr Professor. Und da sieht man, die geistige Betätigung hält fit und jung. Und ein geistiges Getränk. Letzte Amtshandlung. Dankeschön, dann trinken wir gleich hier. Aber wenn er wieder ständig ist, nicht? Noch ein paar andere Gratulanten, bevor wir die offizielle Übergabe der Macht in dieser Stadt begehen. Meine lieben Nordirer, da sind wir wieder. Auch wenn wir schon lange zu den Ohren Eisen gehören, aber wir sind noch da. Meine Hexer und meine anderen Hexen. Und wir wollen hier nicht vertreiben, unseren langjährigen Freund, den Ohren Ebersberg, für 35 Jahre. Für 35 Jahre herzlich gratuliere. Also, wenn wir Owen uns hier schon noch auf die Bühne heben, muss hier irgendwas Besonderes sein. Ich denke, wir sind uns hier alle einig. Der 20er hat entscheidend das Gesicht der Rollengruppe geprägt. Und er hat sich der Herzen aller Lottiser erobert. Nun wollen wir mal hoffen. Aber wenn er irgendwann so alt ist wie Methusalem, wird er uns noch ein Mädchen erholen bleiben. Und ich sage Dankeschön für die 35 Jahre. Da muss ich mir selber auch noch dazugeben. Ich bin ja meiner froh, dass der Präger das noch macht. Wie wir hier sind, wird er immer älter und wird da keiner auch nicht mehr, unser Senior. Du trotzdem alles gut. Man merkt mein Ola mich an, dass ich Ebersberg gesagt habe. Ich meine doch den 20er. Guck dir mal hin. Das hat er wahrscheinlich gemacht. Geil, das ist mit dich gut. Wir können so lange morgen beste Filme alle gelaufen sind. Ja. So, jetzt fände ich aber ein bisschen Piff und Puff. Ja, 35 Jahre, ich meine, ich war damals noch viele jünger und also viele Kilo wie Jahre. Heute ja, wenn ich auf dem Puffer. Ja, man frisst sich so derch, ne? Ah, los, jetzt machen wir bitte hier, los. Da musst du mal was sehen. Kannst du jetzt nur mit Schild helfen? Jetzt geh. Ja, bevor ich... Ja, bevor ich jetzt hier... für diese drei Tage bis Sonntag
den Schlüssel des Rathauses, die Macht hier in dieser Stadt übergebe, will ich noch ein paar Worte sagen. Danke, danke für die Ausrichtung dieses Festes, allen Sponsoren. Danke auch an unseren Veranstaltern, Herrn Heck. Ich glaube, es wird ein tolles Fest, es wird ein toller Festumzug und es wird ein Fest, das auch im Zeichen steht, Nordhausen muss Kreisstadt bleiben. Ich kann an dieser Stelle sagen, am Mittwoch ist eine große Demo vom Rathaus, kommen Sie alle, 16 Uhr. Und jetzt komme ich zur offiziellen Amtsübergabe. Und ich denke, die drei Tage, die reißen es raus, ihr macht es besser. Am Ende der drei Tage steht fest, Nordhausen bleibt Kreisstadt. Ich übergebe den Schlüssel. Ja. Den drehen wir mal richtig rum, so ist nämlich oben. So, wie vorhin in dem Regenschauer mählichen Hunger gekommen, habe ich ja noch gesagt, mit den Verloren, die in den letzten Jahren geliefert wurde, wird es nicht sehr schwer fallen, das besser zu machen. Sag ich mal so. Das werden wir ja sehen am Ende. Mit der Lernlatte bei der Schlüsselrückgabe werden wir es aus. Das werden wir gleich auswerten. Weil alle, die uns kennen in den letzten Jahren, wissen, von mir den Schlüssel wird alles anders. Ahite. Jetzt, wo wir die Macht haben, was haben wir alles in den letzten Jahren versucht, um Ruhe in die Politik zu kriegen? Im ersten Jahr haben wir noch einen Gutschein verteilt für ein Versöhnungswochenende in Doppelbettzimmer. Vom Bürgermeister und vom Landrat. Hätte auch nicht geholfen. In diesen Jahren machen wir Nähe mit Köppen. So. Als Roland der Stadt Nordhausen mit 300 Jahren Berufserfahrung und den Schlüssel von der Kreisstadt in der Hand erkläre ich hiermit ganz offiziell unsere Stadt zur kreisfreien und selbstständigen Stadt Nordhausen. Jawohl! Ist doch gar nicht so schwer. Ist das? Danke. So, da wir gerade so schön dabei sind, machen wir gleich wieder. Noch einmal. Als Roland, der nunmehr kreisfreien und selbstständigen Stadt Nordhausen mit 300 Jahren Berufserfahrung und den Schlüssel von der Stadt erkläre ich hiermit den einzigen vernünftig denkenden und redenden Kandidaten zum Oberbürgermeister und den Professor Zwölzer. So, mein Lieber, jetzt hast du so viele gekriegt. Jetzt kriegst du von mir als erstes mal einen Schlüssel von der Stadt, damit du ja ordentlich was machen kannst. Aber jetzt geht's rein. Weißt du, erste Amtshandlung, jetzt kämpft noch was. Ja, ich bin ganz unruhig. Mal ganz unruhig, jetzt brauche ich noch eine Hilfe, da alle was in der Hand haben. Da der ja mal, kommen Sie mal mehr nicht ran an mich. Sie müssen das mal bitte halten. So, die sind recht. So, und wie jeder Oberbürgermeister hat natürlich auch von Professor Zwanzia eine ordentliche Amtskette. So, und aus den Händen der amtierenden Bürgermeisterin wird hiermit durch den Roland, Herr Professor Zwenzcher, ordentlich mit seiner Amtskette gekrönt. Kraut, so riecht eine Amtskette. Passt mal auf, meine erste Amtshandlung, wie verlassen Thüringen? Und schließen uns Niedersachsen an, das kriegen die in Erfurt überhaupt nicht mit. So. Das zweite betrifft Wacker Nordhausen. Freibier ist klar, aber Wacker Nordhausen, wir wenden jetzt in der Liga den gleichen Modus an wie FC Bayern München. In der Verlängerung wird so lange gespielt, bis Wacker gewonnen hat. Da. Die kriegen wir schon rein. Jetzt noch mal kurz was Sinnvolles.
Wann ich mich verschiedene Kreise hier in Nordhusen angucke, ich meine die Kreisverkehre. Junge, was waren die früher mit Blümchen geschmückt? Das wäre doch bestimmt kein Problem, wenn man die einfach mal so in der Partnerschaft machen würde für verschiedene Firmen, die damit werben können. Das heißt, unsere Kreise, wir sind dann einzigen, die ein bisschen rundlaufen in der Stadt, wir flehen die Dinger. Und schon sehen die aber das Schöne aus. Du einfach der Politik sehen. Jo, guck doch das an, Ungen, der Kreise von der Lebenshilfe. Das ist doch ein richtig lecker Schnittchen. Das ist doch alles überhaupt nicht so schwer. Mensch, das ging. Und dann nehmen wir noch schön auf die Sau, denn wenn wir uns schön zur Hölle fahren, dann bitte schön, erster Klasse. So, dann wünsche ich euch allen viel Spaß. Das Wetter war bloß, ich würde bloß mal zeigen, wie es nicht geht. Ja, meine lieben Nathuser, es hätten mehrlich dazwischen gereicht, aber die meisten sind ja alle noch da. Wir haben einen neuen Oberbürgermeister, zumindest für die nächsten 3 Tage. Für drei Tage geht doch. Das mit den blühen Schmuck in Rathausen, das hätte sich ja auch so relativiert, nicht? Ja, da hat die mich schön angeschissen. So kurzfristig Blümchen dran gepommelt hier. Ja, in Roland. Aber die können die Daten für den Oberbürgermeister, die können schon mal drohen, Fäuste. So, das war's erstmal für heute hier. Das Rolandfest 2017 ist hiermit eröffnet und ich garantiere auch, der 20 ist dafür zuständig, dass in den nächsten 2 Tagen wesentlich besseres Wetter wird, als jetzt hier gerade war. Bis gut, macht's gut, euer Roland, die Gupfiefchen, macht sich ja. Bis bald. Das lasse ich mich nicht nehmen. Das auch noch nehmen.